Mal ist es warm, mal ist es kalt. Mal scheint die Sonne, mal regnet es. Das ist der Frühling in Deutschland. Aber was ziehe ich denn in dieser komischen Jahreszeit idealerweise an? Wer kennt das Problem nicht? Man steht morgens vorm Kleiderschrank und weiß nicht, was man anziehen soll, weil man nicht weiß, wie das Wetter wird. Gerade in Deutschland ist der Frühling besonders schwierig, weil manchmal hat man das Gefühl, es ist schon Sommer, ja, und manchmal hat man das Gefühl, es ist noch Winter. Und dann weiß man überhaupt nicht, was man anziehen soll. Heute gibt es von mir 3 Outfit-Kombinationen, Street Style, Smart Casual und Business Casual, die du idealerweise im Frühling anziehen kannst. Starten wir mit dem Street Style Look, und zwar ein einfacher, cleaner, schlichter Look, der immer funktioniert. Weiße Sneaker, Jeans und weißes T-Shirt. Ich trage hier weiße Ledersneaker von der Marke Garmin Project. Die sind wirklich super gut zum Kombinieren. Für viele verschiedene Looks verwende ich die Sneaker und das sind wirklich meine absoluten Favorite weißen Ledersneaker. Die Hose ist eine ganz einfache, klassische Denim Jeans von Zara. Und das T-Shirt, was ich trage, ist ein Basic T-Shirt von Uniqlo, und zwar das Basic Supima T-Shirt. Für mich ist es sehr wichtig, dass das T-Shirt auch keine Aufdrucke hat, weil das Outfit soll tatsächlich clean, klassisch und schlicht bleiben. Falls es dir im T-Shirt zu kalt sein sollte im Frühling, was man natürlich durchaus verstehen kann hier in Deutschland, dann kannst du optional anstatt eines T-Shirts natürlich auch einen Hoodie drüber ziehen. Den Hoodie, den ich hier trage, habe ich von Zara, auch ein ganz klassischer, einfacher Basic Hoodie, den man ideal kombinieren kann in der Farbe Beige. Wenn dir dann zu warm wird, ziehst du den Hoodie aus. Wenn dir zu kalt wird, ziehst du den Hoodie einfach drüber. Das ist eine ideale Kombination gerade für den Frühling. Das ganze Outfit funktioniert natürlich auch in All Black Everything, so wie ich das jetzt hier gerade aktuell trage. Ich trage bei diesem Outfit jetzt nicht mehr die Garmin Projects, obwohl es die auch in Schwarz gibt, sondern ich trage hier jetzt die Adidas Oswego. Wer es also ein bisschen sportlicher will, der kann zum Beispiel auch einen Air Force One tragen oder halt diese Adidas Oswego, die ich jetzt hier trage. Wer es ein bisschen schlichter, eleganter will, trägt einfach einen schwarzen Ledersneaker. Und by the way, die Adidas Oswego, die habe ich im Sale geschossen für 30 Euro und ich muss sagen, ich bin echt begeistert, weil die super bequem sind und für die 30 Euro, also die waren echt sehr, sehr gut angelegt, muss ich sagen, denn ich trage die wirklich super oft. Was die Jeans und das T-Shirt angeht, trage ich die identischen Teile hier nur in Schwarz. Also eine schwarze Basic Jeans von Zara und ein schwarzes Basic T-Shirt von Uniqlo, und zwar das Supima T-Shirt. Wenn es dir in Jeans und T-Shirt einfach noch zu kalt ist, dann zieh einfach eine Jacke drüber. Ich trage jetzt hier zum Beispiel eine schwarze Lederjacke von der Marke Bodaskins, und zwar ganz genau das Modell K. Michaels in der Variante Tall. Viele Leute haben danach gefragt. Ich verlinke euch das Produkt selbstverständlich hier unten in der Infobox. Das mit der Jacke drüber ziehen gilt natürlich auch für die vorherige Variante mit Jeans und T-Shirt. Einfach eine Bomberjacke oder eine Jeansjacke drüber ziehen, damit die nicht zu kalt ist, und passt perfekt zum Outfit Jeans und T-Shirt. Kommen wir zum Smart Casual Outfit, was genauso einfach ist wie das vorherige Outfit, also wie das vorherige Street Style Outfit, nur einfach ein bisschen eleganter. Hier trage ich jetzt keine Ledersneaker, obwohl die hier an dieser Stelle auch gut funktionieren würden, sondern ich trage Loafer von der Marke Sign. Sign ist die hauseigene Marke von Zalando, die habe ich mir im letzten Jahr gekauft, sind optimal, passen sehr gut, sehr bequem und kann man auch sehr gut zu diesen Smart Casual Outfits kombinieren. Kommen wir zur Hose. Ich trage hier eine ganz klassische Anzugshose, habe ich mir damals bei Zara gekauft, und ich empfehle dir bei diesem Smart Casual Look einfach eine Hose zu wählen, die zum Beispiel entweder eine Chino ist, eine Anzugshose oder eine feine Stoffhose, aber keine Jogginghose. Wenn du nämlich eine Jogginghose wählst, dann verfehlst du den Look. Denn wir sind hier im Smart Casual Bereich und Smart Casual funktioniert irgendwie gar nicht mit einer Jogginghose. Was die Farben angeht, kannst du natürlich komplett frei wählen, sei da einfach flexibel. Wir sind ja im Frühling, und wenn du jetzt gerade aktuell nicht weißt, welche Farbe zu dir passt, dann check einfach mal dieses Video hier oben ab, in dem erkläre ich ganz genau, welche Farbe zu welchem Typen passt. Ich trage hier ein weißes Businesshemd von Uniqlo. Es muss an dieser Stelle natürlich kein weißes Businesshemd sein. Es kann natürlich auch ein Freizeithemd sein mit einem etwas gröberen Stoff oder ein Hemd mit Stehkragen oder ein Hemd mit Button-Down-Kragen. Ist völlig egal. Was für mich persönlich wichtig ist, dass das Hemd hier keine Tasche hat, denn das soll einfach ein cleaner, schlichter Look sein, und deshalb finde ich es besser, dass man hier ein Hemd ohne Brusttasche wählt. Brusttaschen passen meiner Meinung nach nämlich eher so zu Karohemden oder Jeanshemden. Falls dann doch mal irgendwie der Sommer ausbricht im Frühling, kannst du natürlich dein Hemd einfach ein bisschen hochkrempeln, dann wirkt der Look einfach ein bisschen lässiger und ein bisschen frischer. Aber wenn es vielleicht mal möglicherweise sehr kalt wird, dann kannst du hier einfach eine feine Übergangsjacke drüber ziehen oder auch zum Beispiel eine Lederjacke. Ich trage hier an dieser Stelle einen Trenchcoat, den habe ich mir im letzten Jahr bei Zara gekauft.
So wirkt das Outfit einfach nochmal richtig schön elegant und da kommt der Smart Casual Look einfach nochmal richtig raus, wenn man hier zum Beispiel einen Trenchcoat trägt in der Kombination. Wir wollen ja alle besser werden und wenn du auch besser werden möchtest, was das Thema Outfits und Styling angeht, dann lad dir einfach mal den Men's Style Guide runter. Ist ein E-Book, kostet nicht viel und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du sogar noch 20% Rabatt auf dieses E-Book. Also einfach mal auschecken und danach bist du auf jeden Fall mit den Basics, was das Thema Outfits und Styling angeht, definitiv vertraut. Wenn es dann im Frühling doch mal etwas schicker werden soll, dann kannst du ideal auf so ein Outfit hier zurückgreifen im Business Casual Look. Vom Muster her ganz egal, wir sind ja im Frühling und was die Farben angeht, kannst du natürlich auch hier eher auf hellere Farben zurückgreifen, denn wir befinden uns ja im Frühling. Ich trage hier wieder meine weißen Ledersneaker von der Marke Garmin Project. Du kannst natürlich auch zum Beispiel Loafer tragen. Was ich dir aber wirklich ans Herz legen würde, wenn du so ein Business Casual Outfit trägst mit weißen Ledersneakern, achte auf jeden Fall darauf, dass die weißen Ledersneaker picobello sauber sind. Denn einen Anzug zu tragen mit weißen Ledersneakern, ja, das gab es vor 10 Jahren noch gar nicht oder vor 20 Jahren, ja, aber wenn du das machst, dann sollten die Ledersneaker definitiv sauber sein. Kommen wir zum Oberteil. Ich trage hier einen Turtleneck von Zara. Du kannst hier alternativ natürlich auch ein T-Shirt auswählen, aber ich finde diesen Turtleneck hier wirklich richtig gut, passt auch in der Kombi ganz gut, weil dieser Turtleneck gibt dem Outfit einfach nochmal so eine elegante Note. Den Anzug, den ich hier trage, der kommt auch von Zara und gerade die Kombination mit dem Turtleneck und dem Muster des Anzuges, das harmoniert, finde ich, sehr gut und ist wirklich stimmig. Bei Anzügen ist natürlich super wichtig, dass der Anzug wirklich optimal sitzt. Und wenn du gerade dabei bist, dir vielleicht gerade aktuell einen neuen Anzug zu kaufen, dann check vorab auf jeden Fall dieses Video hier oben ab. Dort erkläre ich nämlich ganz genau, worauf du achten solltest, wenn du dir einen neuen Anzug gerade zulegst. Optional kannst du natürlich hier auch noch mit verschiedenen Details oder Accessoires arbeiten, wie zum Beispiel ein frisches Einstecktuch oder zum Beispiel frische Socken. Das macht das Outfit dann vielleicht nochmal ein bisschen besonderer. Die Kleidungsstücke, die ich hier in dem Video trage, die verlinke ich euch, sofern ich sie gefunden habe, selbstverständlich hier unten in der Infobox. Weitere Videos zum Thema Outfits und Styling findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Frühling, ein paar Sonnenstunden und viel Spaß beim Outfit kombinieren.